Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte ein Fullface auf Catrice machen. Und zwar habe ich hier alles schon und dachte, wir fangen an mit Primer. Das wären meine Primer. Und zwar habe ich einmal Goodbye Poreless. Dann habe ich Matifies oder so. Diesen Primer in der C-Zone. Dann habe ich etwas Schimmerndes und Minimierendes. Und dann habe ich Good Morning Glow und Candlelight. Ich muss sagen, ich mag diese Drops sehr gerne. Das Problem ist nur, die brennen bei mir auf dem Wangenbereich. Also sobald ich da irgendwie bin, brennt das. Ich trage Goodbye Pores auf. Das ist so eine pastöse Geschichte und die trage ich jetzt nur da, wo meine Poren sind. Es fühlt sich ein bisschen wie Benefit an. Ich glaube nämlich, das war ein bisschen zu viel. Der fühlt sich irgendwie so krümelig an. Aber ja, jetzt geht's. So, darauf packen wir den Good Morning. Ich finde, der hat einen schönen rosa Stich und sieht sehr, sehr schön aus. Von daher können wir den da drauf packen. Catrice schafft das irgendwie nicht mit Love. Das ist wirklich sehr schimmernd und einfach überall. Dann hat man so einen leichten glowy Look. Ich hoffe, ihr erkennt das. Dann ist man so leicht, ja, geglowt. Ich war schon geschminkt. Ich dachte, ich schmink mich ab und mache ein neues Video. Alles, wie ich es plane. Ja. Genau. Dann halten wir schon mal den Primer. Als Foundation habe ich zwei Varianten. Eigentlich habe ich drei, aber ich habe ja nur zwei Gesichtshälften. Zum einen habe ich die, oder ich habe sogar vier Foundation. Zum einen habe ich die HD Liquid Radiance. Das ist ein bisschen ein Glow-Produkt. Für Leute zum Beispiel mit trockener Haut oder sowas. Ich habe auch relativ trockene Haut, aber auch ölige. Also zum Beispiel im Sommer, da bin ich echt am Glänzen wie eine Speckschwarte. Ja, dann haben wir noch Korrektor. Einmal haben wir, ich trage mir zuerst immer den Korrektor auf und dann die Foundation. Manchmal vergesse ich das. Aber zum Beispiel Camouflage von Catrice kann ich euch ans Herz legen, nur für den Innenwinkel. Also es ist nichts für unters Auge, das ist zu trocken. Habe ich so von der Nase aufgetragen. Aber meistens haben wir ja hier im Innenwinkel diese blauen Stellen. Und ja, da kann ich euch das empfehlen. Denn da ist man eigentlich seltenst trocken, außer man hat Neurodermitis. Dann kann das auch in den Innenwinkeln sein. Ja, dann überall halt, wo man halt im Innenwinkel blaue Stellen hat, da kann man es auftragen. Da funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich liebe den auch dafür. Den Becker Under Eye werde ich mir auf jeden Fall noch ergeiern. Aber jetzt im Moment komme ich damit auch erstmal klar. Ihr seht, ich bin gleich so hell. Und auf der anderen mache ich die Nude. Ich habe vergessen, wie flüssig die ist. Voll in die Augenbraue. Leider habe ich kein Pinsel von Catrice, an den ich mich jetzt wenden könnte. Doch einen einzigen. Aber uns bringt ja ein einziger nichts. Von daher, ich liebe Foundation mit leichter Textur. Es ist mir jetzt mittlerweile aufgefallen, ich habe halt einfach keine Haut mehr wie 18. Da kann ich sowas Pastöses, was ich mit 18 getragen habe, nicht mehr gebrauchen. Ich liebe die Fit Me Foundation Matte & Poreless. Die in der Tube, die liebe ich zum Beispiel. Die Glowy Variante oder die für trockene Haut habe ich noch gar nicht so unter die Lupe genommen, weil ich halt eben so zufrieden war. Aber ihr seht, beide Foundation sind in Ordnung. Ich muss sagen, mir gefällt die Variante, wo ich ein bisschen mehr Hautstruktur habe, besser. Ich bin aber auch kein Mädchen, was eine Full Coverage mag. Ja, das bin ich einfach nicht und ich finde, die Foundation hier zum Beispiel ist ein bisschen pastös. Das, ja. Und wenn man zum Beispiel trockene Unteraugenpartie hat, dann am besten da einfach ein bisschen Concealer statt Foundation, weil Foundation ist oftmals was für matte Haut und das trocknet dann einfach aus, die Unteraugenpartie. So viel zum Thema. Dann mein liebster
Concealer ist tatsächlich von Catrice immer noch geblieben. Ich habe hier die 020, ich habe aber auch die 010. Ich mag aber persönlich eher die 020. Ich weiß nicht, ob es im Laufe der Monate sich jetzt ändern wird, aber bisher bin ich immer mit der 020 gut gefahren, auch im Sommer. Die 010 war mir immer viel zu hell, das sah für mich einfach zu künstlich aus. Ich brauche nicht dieses so aufgehellt unter den Augen. Ich bin einfach da raus. So, dann hätten wir das. Dann habe ich ein einziges Puder irgendwie gefunden. Ich habe aber jetzt auch nicht großartig gesucht. Ich glaube, ich habe noch eins. Ich habe dieses Catrice Prime and Fine Matting Fine Powder gefunden. Das hatte ich empfohlen bekommen von einer aus Müller, die da einfach sich mit Catrice und Essence und ja, auseinandersetzt. Mit der hatte ich geschwätzt gehabt und die das Essence-Puder haben in Wasserfest. Das wollte ich nämlich letztes Jahr mal testen. Und da hat sie mir das von Catrice empfohlen. Ich wollte es aber eigentlich nicht, weil es eben 1 Euro teurer ist. Oder sogar 1,5 Euros. Und ich wollte einfach, ja, ich fahre einfach auch mit Essence-Puder gut. Da brauche ich nicht so, sage ich mal, 1,50 Euro mehr ausgeben. Ja, ist ein ganz solides Produkt. Ich muss sagen, zum Beispiel im Sommer brauche ich kein wasserfestes Puder. Das bricht alles dann auf. Also bei mir ist das so, bricht einfach auf. Ja. Dann als Augenbrauenstift werde ich jetzt ohne euch machen, ist dieser Date with Ashton. Das ist der Eyebrow Stylist. Damit fahre ich eigentlich am besten. Augenbrauen sind nachgezogen. Ich mag diesen Augenbrauen-Stylist wirklich. Ich habe ihn in mehrfacher Ausführung. Ich mag aber auch dieses Puder-Kit. Kommt immer darauf an, was ich am liebsten mag. Also was mir gerade, wonach mir gerade ist. Ist mir gerade danach einen Stift zu benutzen oder beides in Kombination. Ich benutze natürlich den hellen Ton. Ich habe auch, es ist zwar ein dunkler Ansatz, aber mit Creme, dann wird das nochmal dunkler und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Ich verdichte meistens noch den hinteren Rand. Und hier vielleicht, wo ich keine Härchen habe. Und das war es dann eigentlich schon, was ich dann mit meinen Augenbrauen mit diesen Catrice Stylist mache. Ich finde es immer sehr schön, wenn sie sehr definiert sind, aber nicht balkig. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so ausgespart, sondern wirklich so eher in diesen, wie natürlich kann ein Augenbrauen sein, wenn ich sie durchkämme und keine habe, dann ist es natürlich. Ich benutze jetzt mal ausnahmsweise eine von Essence, also das, was... Habe jetzt nichts nachgekauft, was mich nicht interessiert hätte. Also Eyeshadow Base brauche ich echt mein Leben lang wahrscheinlich nicht mehr. Erstmal nicht. Da muss man sich hier dran heben. Also ich habe jetzt die Eyeshadow Base von Essence Color Intensifying benutzt. Ich weiß auch nicht, ob sie noch im Sortiment ist. Aber ich kann euch die zum Beispiel von Rival de Loup empfehlen. Oder ich kann euch die sogar von... zu Eva empfehlen. Also es gibt verschiedene Varianten. Ich kann sie euch auch von Essence, wie gesagt, für 1-2 Euro, also 2-3 Euro eher empfehlen. Ja, dann habe ich auch eine Palette, die ich mit euch gerne zusammen testen würde. Palette, die ist noch bei mir drin und dann habe ich noch so einzelne Lidschatten rumfliegen, die man sich in diese Palette machen konnte. Da möchte ich jetzt auch einen Look kreieren. Dieses Blau ist nichts für mich, das kommt auch raus, aber dann sieht es wieder, nach nichts aus, deswegen ist es da noch drin. Vielleicht habe ich ja mal Lust dazu. Hier ist was, ja, das, wir haben schon ein größeres Problem, denn hier gibt kein Matten, denn hier gibt kein. Wir sind hier Intensifying. Wem die Eyeshadow Base als Tipp, so als Quick-Tipp, das sage ich jetzt in mehreren Videos, falls ihr denkt, oh, die alte nervt, ja, die alte nervt euch gerne. Ich hatte meine Eyeshadow Base von Essence so ungefähr 24 Stunden offen gelassen, dann ist sie verdunstet, also diese Flüssigkeit, und jetzt ist es cremig und funktioniert super. Du musst nicht alles jetzt aufheben, Schatz. Oh. So, dann kommen wir doch mal zu diesen, wo ist meine Palette? Hier. Zu diesen Bronze. Ja, ich sehe schon problematisch. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Palette für grünliche Augen. Grün-braunliche Augen. Das Problem ist, es gibt natürlich wieder hier keinen matten Ton. Warum auch? Wozu sollte es auch einen matten, hellen Ton geben, womit man ein bisschen setten kann? Das setze ich mir jetzt einfach in den Innenwinkel, weil wir ja schon hier unseren Brightener drauf hatten und das ploppt dann so schön auf. Ich fange an mit dem Rostton hier. Mama, eine Frage, warum schminkst du dich abends?
Ich mache einen Videoshot. Ich mache ein Fullface auf Catrice. Aber du kannst dich auch jeden Morgen schminken. Ja, das geht nicht. Immer. Ich hätte heute Morgen ja verschlafen. Ja. Hast du Ärger gekriegt? Nein. Aber das war auch ein anderer. Okay, jetzt. Dann haben wir. Ja, wir haben ja mehrere Auswahl, sag ich mal. Ich guck gerade mal, ob der noch blau abgibt. Es ist ein schöner Übergangston, der leicht Schimmerpartikel enthält. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Vielleicht erkennt ihr das dann besser. Ein bisschen Schimmer hat er schon, aber jetzt nichts, was so, ja, was uns stören könnte. Ich habe jetzt gerade den blauen Pinsel sauber gemacht. Ich hoffe, er gibt keine Farbe mehr ab. So sieht er aus. Ja, der Morphe kommt irgendwie nicht klar mit dem Alkohol, was in diesem Desinfektionszeug drin ist, um die Pinsel zu reinigen. Ich gehe in diesen dunkelbraunen Ton, weil das ist eigentlich der dunkelste Ton in der Palette und trage mir hinten am äußersten V einfach auf, so schön ineinander. Also ja. Man kann die Palette schon benutzen, würde ich mal sagen. Man hat ja auch Puder, ne, um was Mattes. Es muss nicht immer matt auf den Lidern sein. Ich habe auch mal voll Glow auf den Lidern. Aber es nervt doch schon, wenn man nicht die Auswahl einfach hat. Ich finde es halt schön, wenn ich selber entscheiden kann, ob ich jetzt Glow habe oder matt. Ja, vielleicht kommt das Video einfach auch zu spät. Vielleicht könnt ihr aber auch was ergeiern bei eBay oder sonst wo. Kleiderkreise würde ich mal lassen. Da ist wahrscheinlich alles viel zu viel und viel zu überteuert. Ich werde dann nochmal nachgucken, ob sich das überhaupt noch lohnt, da angemeldet zu sein. Warum? So. Ja, es sieht ganz nett aus. Dann am unteren Wimpernkranz möchte ich so ein bisschen lila Wumms haben. Ich guck mal gerade. Ja. Ich trage mir dieses dunkellila auf, sprühe es an, weil dann habe ich hohe Pigmentation und es fällt mir nicht so viel runter. So, dann hier hinten so ein bisschen Definition. Einfach, dass wir hier ganz dunkel sind. Dann ziehe ich mir eine Cut Crease oder eine halbe Cut Crease mit diesem Stift hier. Das mache ich jetzt an einem Auge mit euch und das andere mache ich dann alleine. So. Es ging jetzt sehr gut. Letztes Mal hat es so gebrannt. Deswegen wollte ich das nochmal mit euch zusammen probieren. Und das andere mache ich jetzt alleine. So, dann werden wir mit dem Augen schon mal ein bisschen durch. Ich würde anfangen, einen hellen Lidschatten reinzusetzen. Dann würde ich diesen Karamellton hier nehmen. Ja. Einfach, weil er echt, also er sieht sehr, sehr schön aus. Oh, sehr viel Fallout. Aber ich habe auch ein nicht so tollen Pinsel genommen. So. Aber das können wir gleich wegwischen. Dann gehen wir nochmal in den dunklen Lila und streichen das so ein bisschen in das Beige hinein. So. Fallout weg. Dadurch, dass wir gut abgepudert haben, können wir das gut machen. Ich habe hier wunderbare Liquid Liner von Catrice. Ich habe gesehen, die nehmen ein Lila dazu. Das werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann, ich weiß es nicht, Anfang Februar, Mitte Februar mal gucken, was Catrice ins neue Sortiment gebracht hat. Hier habe ich 3 Stück. Ich werde heute diesen roséfarbenen nehmen und werde mir meine Cut Crease einfach definieren. Und dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe mir gerade eben ein Lip Liner aufgetragen von Catrice.
Das ist der Long Lasting Lip Pencil. Und die Farbnummer ist 140. Ja, er beinhaltet Glitzer. Ich finde ihn gar nicht so verkehrt. Muss ich sagen, ich werde mir jetzt die Mascara auftragen. Und ich habe noch einen Bronzer im Petto. Das ist Ash Radiance. Den werden wir jetzt auch auftragen. Und zwar, er ist relativ aschig, ist aber nicht so gut, also ist gut gepresst. Von daher sieht er sehr, sehr schön aus. Ich mag einfach gut gepresste Rouges, Bronzer einfach lieber. Ich habe mir noch eben eine Cut Crease gezogen, ne? Und da habe ich das Glitzer da rein. Und hier nochmal das Helle. Es ist natürlich ein sehr aschiges Produkt im Moment. Sieht ein bisschen fleckig aus. Ein Speicher entleert. Jetzt können wir kurz schwätzen. Ich hatte Rouge mir schon aufgetragen gehabt. Und zwar habe ich die Blush Box. Die kann ich euch absolut empfehlen. Ein bisschen so auf den abgetupft, ne, auf dem Handrücken, da sieht man es noch, und dann aufgetragen. Ich muss natürlich sagen, ich habe die Kontur nicht gesetzt. Ich mag das auch nicht so. Ich habe hier auch noch alternativ das Light and Shadow. Das ist ähnlich von der Farbe, würde ich sagen. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ist matt, macht aber irgendwie was her. Ich finde nicht, dass es so die Hautstruktur arg betont. Das Einzige, was ich nicht so richtig von Catrice, glaube ich, habe, ist ein Highlighter. Ich war geschockt. Ich habe gerade geguckt, aber ich finde keinen Highlighter auf die Schnelle. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr an die Verpackung gerade erinnern. Und so auf die Schnelle habe ich nichts gefunden an Highlighter. Doch, 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 doch. Jetzt ist Sexproof. Getestet habe ich es nicht, aber ja, fand ich ganz okay. Ich dachte aber, so ein Lip Liner von Catrice passt sehr gut. Und der hat leichte Glitzerpartikel, die mich überhaupt nicht stören. Ich muss sagen, das Gesamtfinish von dieser Seite ist nicht... Es ist okay. Ich könnte mir vorstellen, die Foundation platt zu machen. Aber es ist nicht... Es ist nicht... Es entspricht nicht dem, was ich brauche. Mir reicht eine leichte... Also, leichte Foundation mit einer mittleren Deckkraft. Sehr, sehr gut. Wir werden jetzt noch diese Highlighter-Perlen benutzen. Die mag ich auch sehr gerne, die behalte ich auch in meiner Sammlung. Die benutze ich jetzt einfach mit dem Rouge-Pinsel. Ups. Die machen auch ein ganz, ganz tolles Finish. Sind nicht so aufdringlich, würde ich sagen. Aber braucht man es ja auch nicht. Also ich habe nicht so gerne diese Highlighter-Perlen. Ich finde auch jetzt, wo ich auch den Highlighter auftrage auf dieses... Ja, auf dieses Aschige wirkt das ein bisschen wie ein blauer Fleck mit Glitzer, also mit Schimmer. Glitzer ist da keins, außer es ist halt ein bisschen runtergefallen. Ich muss sagen, mein Auge creased auch, also es ist sehr empfindlich dem hier gegenüber. Ich würde euch das nicht empfehlen. Und diese hier muss man gut trocknen lassen. Also es war jetzt nicht so schlau von mir, das hier wieder zu benutzen, aber ich schmink mich jetzt eh ab. Und ich wollte euch einfach nur zeigen, dass es anfängt hier. Der sieht noch einigermaßen okay aus. So an sich, der Look gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also das ist wirklich eine Palette, die behalte ich. Es ist okay. Also es stört mich auch nicht, dass da so ein bisschen Schimmer drin ist. Ich finde nicht, dass es aufdringlich wirkt. Ist jetzt nicht der beste Look geworden, ne, hier mit dem Zitterer. Aber ich wollte euch einfach die Produkte vorstellen und kann euch auf jeden Fall die Radiant Liquid Foundation ans Herz legen. Genauso wie die Matte. Die mag ich zum Beispiel persönlich sehr gerne und ich bevorzuge halt eben mit meiner älteren Haut. Ich sag, ich bin nicht alt, aber ich merke einfach, dass mein Gesicht auch nicht mehr das Jüngste ist. Also ist einfach so. Und mir ist lieber... Und mir ist auch lieber, euch ehrlich gegenüber zu sein, dass ich nicht sage, boah, das ist die beste Foundation, wenn ich die eigentlich nur leer machen will, aber nicht weiterhin kaufen würde, auch wenn sie im Sortiment ist. Ich weiß es nicht, ob sie noch drin ist. Aber ja, ich habe halt meine runzelige Stirn, weil ich halt so mache. Ich brauche aber keine Foundation, die das noch mehr betont. Ja. Nee, da ist auch alles wischfest gerade. Das ist mir auch wichtig, ne? Wenn der Primer mit der Foundation nicht harmoniert. Genauso wie diese Primer. Ihr müsst halt mal schauen, ob ihr die mögt. Also ich mag sie. Es ist schön, sag ich mal, vom Finish her.
Ich bin nur empfindlich, was es angeht. Ich bin echt saumäßig empfindlich und ich mag dieses Pipetten nicht. Für mich wäre ein Pumpspender sinnvoller. Ist zwar süß, sieht teuer aus irgendwie, aber es funktioniert nicht so richtig. Ja. Naja, und so an sich kann ich euch wirklich alle Produkte eigentlich empfehlen. Ich pick mal kurz die daraus, die ich nicht empfehlen kann. Das hatte ich gesagt gehabt. Ja. Also gut, ich habe die Produkte rausgepickt, die ich euch nicht so ganz empfehlen kann. Und zwar diesen Camouflage Cream. Viele packen sich das unter die Augen, was ich auch früher gemacht habe als 18-jähriges Ich. Es ist eine tolle Paste, sag ich mal, wenn man zum Beispiel einen Pickel hat, ja. Aber zum Beispiel nicht unter den Augen oder auf den Augenlidern. Man kann ganz, ganz toll, ich zeige euch das mal, Tattoos damit abdecken. Also es ist nicht komplett weg, man müsste das schon schichten. Aber man kann sehr gut erstmal Pickel abdecken, Foundation drüber und dann fällt es kaum auf. Das ist zum Beispiel eine Alternative, was ich euch auch empfehlen kann, wenn ihr eigentlich gar keine unreine Haut habt. Also wenn ich zum Beispiel Rötungen habe, keine Foundation tragen möchte, decke ich meine Rötungen damit ab. Ja, weil ich einfach nur mal Rötungen habe. Aber ich würde es zum Beispiel nicht empfehlen, als Concealer zu benutzen. Dieses Teil hier, das ist ganz nett, haben sie sich toll überlegt, aber es pritzelt auf den Augen. Also ich finde, es brennt hier auf der Linie. Es brennt einfach und das ist nicht der Liner. Es ist dieses Produkt, das hatte ich nämlich schon mal getragen und hatte einen matten Lidschatten drüber. Es brennt mir auf den Augen. Diese Palette ist zum Empfehlen, wenn man noch nicht so viele Falten auf den Augenlidern hat. Hat man faltige Lider, sage ich mal, wird das ein bisschen schwierig und kompliziert. So an sich tolle Palette, wirklich schöne für grüne Augen. Also es kommt wirklich sehr rauchig, sehr smoky raus, aber nix für den matten Verbraucher, überhaupt nichts. Man müsste dann wieder eine Palette kaufen, um da einen matten Look zu kreieren. Ja. Und nur weil man sagt, aschige Produkte sind super zum Konturieren, heißt es nicht, dass wir es machen müssen. Ich zum Beispiel konturiere seit längerem überhaupt nicht hier diese scharfe Kante. Ich finde, das sah immer verschlagen aus. Was ich mache, ist, ich konturiere mit Bronzer. Also ich trage meinen Bronzer einfach hier auf. Ich habe heute leider meinen Bronzer nicht gefunden. Jetzt habe ich ihn gefunden. Normalerweise würde ich jetzt mit einem wärmeren Bronzer bronzen. Dieses Kit magst du ja, Niki, gell? Falls ich mal loswerden will, aber im Moment nicht. dass ich es aufwärme und damit schaffe ich mir eine Kontur. Aber nicht, dass ich jetzt wirklich da hingehe und mir hier den ewigen Balken ziehe, damit mein Gesicht schmäler ist. Sobald ich hier was auf den Wangen habe, wirkt mein Gesicht schon, also nicht oval, sondern dreiecksförmig, also kantiger, weil ich mit dem Rouge und mit dem Bronzer schon Schatten setze. Das mache ich zum Beispiel persönlich, was mir einfach lieber ist, wie jetzt eine drauf zu kriegen, weil ich hier halt auch Rötungen habe, ne? Und dann sieht das oftmals einfach verkehrt aus, finde ich jetzt persönlich. Also es ist immer nur meine Meinung, ich gebe nur das weiter, wie ich es empfinde. Ihr müsst nicht denken, oh Gott, ich schmeiß den Konturprodukt, ich bin hier, nur weil Kim Kardashian sich die Dreiecksform unter die Augen setzt und gottverdammt nochmal so aufhält, heißt es nicht, dass ich es als Verbraucher, als Normalverbraucher, wo ich nicht auf dem roten Teppich gehe, ja, das brauche ich nicht. So zum Beispiel vom Finish her gefällt mir das alles sehr gut, bis auf das Geschmiere, das hätte jetzt nicht so sein müssen, so an sich, aber es sieht echt schön aus und es betont schön die Augen, gefällt mir, wirklich Augenbrauenprodukte machen sie, die machen ganz tolle, auch Foundation finde ich, wie gesagt, toller Primer, tolle Blushes. Eyeshadow, ich habe heute ein Video angeguckt mit dem neuen Sortiment. Ich bin gespannt, was ich draus kaufen werde. Ja, ich wollte euch das alte Sortiment reviewen. Und als Mascara kann ich euch trotzdem diese hier empfehlen. Ich werde mir die neue auch zulegen. Leider, Mann. Die machen viel zu viel Mascara. So viel Mascara brauche ich in meinem Leben nicht auf.
Ganz tolles Bürstchen, wenn ihr schaut, seht ihr das? Die ist hier flach und da so rund, also oval, wie sagt man, ein bisschen bauchig. Und man kann ganz, ganz toll die Wimpern erwischen. Ist wirklich eine tolle Mascara. Das ist die Sculpt in Volumen und Definition Mascara von Catrice von der Glam & Doll. Ansonsten gefallen mir keine Glam & Dolls von, auch nicht die Wasserfeste. Ich bin absolut kein Freund von Wasserfest. Ich benutze sie ab und an, aber jetzt nicht so, dass ich sage, yeah, endlich meine Wasserfeste. Mir ist egal, ob der Schwung gehalten wird oder nicht. Mir geht es eigentlich darum, ja, um was geht es mir? Um Volumen. Also und leichte Fliegen, beinahe aber keine Fliegen. Und ja, ich kann euch eigentlich Catrice wirklich empfehlen. Ich kaufe seit Jahren bei Catrice und Essence. Es sind so meine Go-To-Marken, wo ich einfach mich drauf verlassen kann. Dummerweise habe ich echt keinen Lippenstift von Catrice auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ich glaube, ich habe auch nichts mehr von Catrice. Obwohl die echt tolle Lippenprodukte gemacht haben, aber irgendwann, ja, habe ich... Leider nicht. Ja, leider nicht. Ja, das ist mein fertiger Look. Ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Lippen von Astor drauf gegeben. Ich liebe diese Lip Butters. Ja, das ist mein fertiger Look. Full Face auf Catrice. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und was wollt ihr aus dem neuen Sortiment? Also ich werde da demnächst mal rumschlendern, um zu gucken, was ich brauche, was es dort gibt, was mich interessiert. Nicht was ich kaufe, nur um es zu zeigen, sondern wirklich, was mich interessiert. Ansonsten gucke ich mal, ob ich irgendwo was sehen kann. Ich bin jetzt gerade schon wieder abgeschweift. Ja, Catrice ist eine tolle Marke. Augenbrauenprodukte mag ich sehr gerne. Und auch eben, habe ich euch ja alles aufgezählt. Ja, was ist euer Lieblingsprodukt von Catrice? Das würde mich liebend gerne interessieren. Und habt ihr das neue Sortiment schon? Und habt ihr was schon aus dem neuen Sortiment? Das würde mich auch interessieren. Und was haltet ihr von Lidschatten von Catrice? Das würde mich alles interessieren. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Ciao, ihr Lieben. Natürlich auch runter, ne? Wie gut, geht die Kacke ab. Sehr gut. Das sind einfach Puppetücher von den Babys. Full Face abgeschminkt. Ja, schön. Wenn das so schnell auch geschminkt wäre, wie abgeschminkt, dann wäre ich auch glücklich drüber. Tschüss!